Herzlich willkommen und schönen guten Tag zu Ihrem AIDA Prantia Magazin. Heute wieder mit drei wunderbaren Geschichten. Erstens begleiten wir einen unserer Barchefs nach Hause, nach Curaçao. Wunderbare Bilder. Zweitens Neues von der Weltreise. Und drittens, Sie werden es nicht glauben, auf der Luna wurde gerungen. Viel Spaß. Und das hier, das ist Gerson. Und der ist stellvertretender Barmanager bei uns an Bord. Und er hat uns mit nach Hause genommen in seine Heimat auf Curaçao. Gucken Sie mal, wunderbar. Mein Name ist Gerson Magdalena. An Bord von AIDA Diva bin ich stellvertretender Barmanager und bin seit 2011 bei der AIDA. Als Kind hier aufzuwachsen, man kann von 2 Minuten laufen, so ins Wasser tauchen. Hier lernt man schwimmen. Mit 2 Jahren, 3 Jahren kannst du schon schwimmen. Das ist sehr wichtig. Man lebt eigentlich von dem Meer und was auch viel, was mehr bringt. Das ist mein Elternhaus und hier habe ich 11 Jahre verbracht, bevor wir nach Holland ausgewandert sind. Man sieht es ganz, ganz normale Wohnung, wie überall. Guten Appetit! Guten Appetit! Aus allen Ländern der Welt eigentlich wohnen hier auf Curaçao. Das ist eine ganz bunte Mischung und die Mischung, die machst du eigentlich. Wir sind hier Samueli Brothers stehen vor dieser ältesten Kirche Curaçaos. Und genau hier vorne wächst diese Pflanze. Diese Pflanze ist sehr wichtig. Dies hier ist eine Agavepflanze. Hiervon macht man Tequila. Willemstad hat sich sehr verändert. Ich kann mich noch erinnern als Kind, dass man diese Pontonbrücke, was wir haben, die Königin Emma Brücke, dass man noch mit dem Auto darüber fahren konnte. Und das ist, weil das jetzt UNESCO Welterbe ist, geschützt ist, haben die schon in den 80er Jahren damit angefangen, haben das für Autos gesperrt. Ich finde, dass Willemstad eigentlich eine sehr schöne Stadt ist, mit sehr europäischem Flair. Ja, mit AIDA nach Curaçao kommen ist immer wieder schön, weil da kann ich von mir anlegen, kann ich so sagen, das war meine Schule, da bin ich in die Schule gegangen, da bin ich in ein Krankenhaus, bin ich geboren. Und meine Familie zu sehen, sehr schön finden die das auch jedes Mal, wenn die an Bord kommen können und dann weiter erzählen. Von Spitzbergen bis Feuerland, war ich schon überall mit AIDA, bin ich sehr dankbar für. Und das ist schon mein 18. Vertrag. Und was die Zukunft bringt, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall, wenn ich mal aufhören sollte mit Seefahrt, kann ich mir gut vorstellen, dass ich hier auf Curaçao weiter in der Gastronomie arbeite. Apropos weit weg. Unsere AIDA Cara ist ja auf Weltreise und wir freuen uns hier immer richtig, wenn neue Bilder von der Cara kommen. Und ich denke, Sie freuen sich auch. Viel Spaß. Liebe Grüße von AIDA Cara. Wir wollen natürlich Sie wieder auch ein bisschen mit auf unsere Weltreise nehmen. Und diesmal waren wir am ersten Weihnachtsfeiertag in Cairns. Und da konnte man einiges erleben. Einige von uns, die haben sich vergnügt am Great Barrier Reef beim Schnorcheln und Tauchen. Und die anderen, so wie ich, die haben sich das Great Barrier Reef einmal aus einer ganz besonderen Perspektive angeschaut, nämlich von oben mit dem Helikopter. Schauen Sie sich das mal an. Thank you.
Das war ein richtig toller Start ins Jahr. Am 01.01.2018, da haben wir ganz besondere Zeitgenossen getroffen, und zwar auf Komodo in Indonesien. Dort gibt es die wirklich beeindruckenden Komodo-Warane, die bis zu 5 Meter lang werden können und auch als die letzten Drachen der Welt bezeichnet werden. Ja, und wem die ein bisschen zu angsteinflößend sind, für den haben wir ganz tolle Bilder vom Pink Beach. Viel Spaß! Klopft mehr als normal. Toll. Schön. Toll. Ich habe noch nie solche Fische gesehen in Natura, aber jetzt, ich bin sehr glücklich, die zu sehen. Der Weltmeisterringer Alexander Leipold war an Bord und er hat nicht nur mit unseren Gästen gerungen, nein, er hat sogar seine Lebensgeschichte erzählt mit wirklich vielen Hoch und Tiefs. Richtig, richtig spannend. Bitteschön. Naja, ich glaube, ein Schlaganfall ist was durchaus sehr Eklatantes, ein sehr starker Lebensschnitt in dem Moment. Wo du aber gesagt hast, ich lasse mich da jetzt nicht unterkriegen. Ja, ist im Prinzip genau der Grund, warum ich Botschafter für die Stiftung Deutsche Schlaganfallhilfe geworden bin, um über das Thema einfach zu informieren, dass es auch Kinder treffen kann, sogar ungeborene Kinder. Es war mir damals auch nicht bewusst, und ich hatte da wirklich großes Glück, dass ich nach Hause geflogen bin von einem Wettkampf, wo der erste Schlaganfall war, und die anderen beiden Schlaganfälle waren in der Klinik. Also ich war halbseitig gelähmt, konnte nicht mehr sprechen. Und habe dann im Prinzip von vorne angefangen. Ich glaube, da war es wichtig, dass man zum einen schnell reagiert. Das ist beim Schlaganfall immer so der Fall. Ich war gut trainiert und war auch gewohnt zu trainieren. Also meine Reha war für mich das Training zurück ins Leben. Und da darf man wirklich nicht aufgeben. Und manche Sachen muss man halt 1000 Mal machen. Und das war ich gewohnt. Bei uns heißt es 5000 Mal eine Technik üben, dann kannst du sie perfekt. Und wenn manche halt nach 10 Mal gesagt haben, ich kann nicht, oder ich habe keine Lust mehr, oder es funktioniert nicht, dann muss man halt weiter üben. Und ich habe halt versucht, auch andere Patienten so ein bisschen mitzuziehen und zu sagen, komm, wir arbeiten an der Sache und vielleicht wird es besser, oder ganz bestimmt wird es besser, wir glauben daran. Und dann hat es auch geklappt, und cool. Bin sehr froh, dass es so ausgegangen ist, wie es jetzt ist. Wir waren mit der Kamera mit dabei, und zwar beim Athletiktraining mit Zweikampfspielen, und wir wollen uns mal anschauen, was das denn genau ist. Gerade die Mädels, die am Anfang gesagt haben, das finde ich total doof, die waren so begeistert und haben das so gern gemacht, weil es einfach wirklich eine Techniksportart ist und man kann sehr viel lernen, man kann sehr viel Taktik lernen, man kann seinen Standpunkt auch mal vertreten, auch mal körperlich. Wie geht man mit Druck um, wenn du mich wegschiebst? Das ist ja auch ein körperlicher Druck. Und dann, wir Ringer weichen einfach aus. Ja? Wenn einer zu viel Druck macht, wir weichen aus, lassen ihn ins Leere laufen. Das sind ganz interessante Techniken und Methoden, die man einfach erleben will und muss. Und wir wollen auch keinen zum Olympiasieger machen, das wird jetzt ein bisschen schwer. Aber einfach mal Spaß an der Bewegung zu haben und Taktik, Technik mitzulernen. Und man hat gesehen, die Leute hatten Spaß, und würde mich freuen, wenn demnächst wieder ein paar kommen. Was seid ihr? Wir sind Ringer! Und man hat ja auch gesehen, also es gibt einige, die jetzt schon zum dritten Mal mitgemacht haben, mit denen muss ich für 100% kämpfen, damit ich überhaupt noch gewinne. Also die haben so schnell gelernt, das war echt gigantisch. Und dann macht es auch mir richtig Spaß. Und wenn auch Sie Lust haben, mal nach Curaçao zu fahren, einen Ringer kennenzulernen oder auch Weltreise zu gehen, dann gehen Sie in die Reisebüro oder auf www.aida.de. Da finden Sie mit Sicherheit was. Und ansonsten habe ich hier für Sie die Verlockung der Woche. Was? Die ist toll, oder? Wir reisen zunächst von La Romana nach Ocho Rios auf Jamaika. Auf zu den Maya-Pyramiden. Wir erreichen Cozumel und Belize.
Es geht weiter zur kleinen Insel Grand Cayman und nach Montego Bay. Wir machen noch Halt in Samana, St. Kitts und Guadeloupe und erreichen den Ausgangspunkt unserer Reise, La Romana. Und zum Schluss, wie immer, für Sie liebevoll von uns ausgesucht, die Bilder der Woche. Viel Spaß! The night.